Hallo ihr lieben guten Menschen da draußen. Ich bin die Valerie und heute schauen wir mal wieder in die weite Welt. Wir schauen mal wieder in ein paar Berichte, die wieder mal das Grauen in sich haben, ne? Hauptsächlich dieses Mal auch um Armut. Und darüber sprechen wir. Mal wieder politisch heute. Wie letzte Woche schon. Und wenn das was klingt, na, und wenn das nach was klingt, was für dich interessant ist, dann sehen wir uns nach dem Intro wieder. Geschafft! Aber zunächst an dich die Frage, wie es dir geht und wo du gerade stehst. Wie geht's? Ich habe, man glaubt es kaum, mich einmal kurz umgezogen und sitze jetzt wieder vor der Kamera. Also das ist jetzt, ich drehe das jetzt, was ist heute für ein Tag? Der 3. Mai. Aber ich sag mal so, die Nachrichten, die ich hier rausgesucht habe, die sind auch nächste Woche noch wichtig und richtig und trotzdem grauenvoll. Ja, ich pick mir natürlich immer Nachrichten raus, die eher so auch in meinem Themenbereich gehören. Und da beginnen wir auch mit einem Update, so rum, zu einem Video, das ich gemacht habe. Ich kann das oben nochmal verlinken. Da ging es um einen Skandal in der Uniklinik in Tübingen. Und da wollte ich euch kurz mitteilen, dass da das Urteil verkündet wurde und mit euch kurz nochmal da reinschauen. Für die, die das nicht mitbekommen haben, gibt es hier bestimmt auch eine Zusammenfassung, die nicht so stammelig ist wie ich. Ein Psychotherapeut der Uniklinik Tübingen ist zu 2 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das ist dann immer auf Bewährung, soweit ich das weiß. Er hat seine Patientin sexuell missbraucht. Die Uniklinik will ihn kündigen. Nach Auffassung des Gerichts hat der 61-jährige Arzt während seiner Weiterbildung zum Psychotherapeut an der Uniklinik seine Patientin in 53 Fällen sexuell missbraucht. Und jetzt kommt etwas, das ich euch das letzte Mal schon erklärt habe. Und zwar ist es immer ein Straftatbestand, wenn ein Psychologe mit seiner Patientin eine Beziehung oder ein Verhältnis anfängt, weil man hier eben von einem Machtgefälle ausgeht. Ja? In diesem Fall hier war das so, dass Vergewaltigung, der Anklagepunkt Vergewaltigung, nicht nachgewiesen wurde. Das Gericht sagt also, in 53 Fällen war der Sex einvernehmlich, hätte aber trotzdem nicht stattfinden dürfen, ne? Wegen dieser Geschichte. Solche Fälle kommen eher selten vor Gericht, weil, und das habe ich euch das letzte Mal auch schon erzählt, weil besonders wenn es eine Frau ist, der immer vorgeworfen wird, dass die halt auf einem Rachefeldzug ist und so. Das Ganze, wie nennt man das? Missangüne, wie nennt man denn das? Oh mein Gott, jetzt hat der Hund einen Albtraum. Moment. Der Mitarbeiter wird mit sofortiger Wirkung freigestellt und ein Kündigungsverfahren umgehend eingeleitet, sagt die Uniklinikum. Der hat gegen seine gesetzliche Pflicht verstoßen, im Rahmen der Therapie für das körperliche und psychische Wohlergehen seiner Schutzbefohlenen zu sorgen. Und man distanziert sich davon. Und seit November 2023, also seit dieser Fall ja auch bekannt ist, hat die Uniklinik ein Patientenschutzkonzept, das solche volle Fälle vorbeugen soll. Ja, also man reagiert eben immer nur wenn es sein muss. So. Wichtig ist auch noch ganz kurz, dass sich die 35-Jährige, die Klägerin sozusagen, wenn man will, die Geschädigte, an einen Ethikverein gewandt hat, der unter anderem sich mit Grenzverletzungen in der Psychotherapie beschäftigt. Und bei diesem Verein gehen pro Jahr bis zu 400 Fälle ein, darunter allein 100 zu sexuellen Missbrauch. Ne? Also nur, dass wir mal, damit ihr auch seht, dass das, was die Frau da schildert, das ist jetzt kein Einzelfall. Ja? Und ich habe jetzt nicht hier, ich muss das schauen, dass ich das noch finde. Ich habe im Tagblatt, also das Tübinger, die Tübinger Zeitung sozusagen, die Vor-Ort-Zeitung, hatte eben noch angegeben, dass der Arzt natürlich behauptet hat, dass er das für eine Liebesbeziehung gehalten hat, dass sowohl zwei Psychologinnen, die sie lange begleitet haben, als auch eine Gutachterin ausgesagt hat und das nicht nur ihr, der 35-Jährigen, bestätigt haben, dass sie
dass sie glaubwürdig ist, sondern dass eben da auch verschiedene Mechanismen einfach aktiviert sind bei Betroffenen, die eben solche Dinge dann vielleicht auch möglich machen, ne? Also das heißt, hier wurde ein Urteil gefällt. Das war mir wichtig als Update, euch das zu sagen und euch auch nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr keine Grenzverletzungen in der Therapie akzeptieren müsst. Ja, und auch nicht, ihr solltet es auch nicht aus der Angst, dann zum Beispiel den Therapieplatz zu verlieren etc. Weil es ist halt einfach so, ein Arzt, das tut mir leid, das muss ich euch ganz ehrlich sagen, der euch therapiert und sich nicht im Griff hat, also nee, nee. Der nutzt einfach aus, dass Leute Dinge erlebt haben und das immer wieder machen. Und hier möchte ich euch ganz kurz auch sagen, dass ich das ja auch kenne, zwar nicht im Arztbereich, denn ich hatte nie was mit einem Psychologen oder etc., der mir da auf meinem Heilungsweg begegnet ist, aber dass ich ja dann auch, wo ich auf Dating-Geschichten war, dass ich immer wieder auf die gleichen Muster reingefallen bin, in puncto Typen, dass es Männer gab, die genau wussten, ah, okay, die ist halt so ein Opfer, ja, mit der kann ich machen, was ich will. Und das geht dann halt einfach so weiter, ja. Und hier einfach auf euch zu achten und auch zu wissen, dass ihr da das nicht akzeptieren müsst. Das ist eben wichtig, deswegen berichte ich darüber. Ich kann euch nur sagen, dass in Tübingen viele Frauen gerade natürlich gar keinen Bock darauf haben, in die Klinik zu gehen. Also da in vor Ort wirklich auch große Verunsicherung herrscht. Also reingeschissen einfach, wenn man das mal so sagen darf. Reingeschissen ist auch das, was ich dann gestern aufgepoppt ist und das mir leider wieder viele Reactor-YouTuber nicht so gut drauf eingegangen sind. Das hat mich ein bisschen gestört. Und zwar hat die Tagesschau getitelt, dass es zu einem sexuellen Übergriff kam in einem Trash-TV-Format. Jetzt werdet ihr euch wundern und sagen, hä, was? Kommt es da nicht ständig zu Übergriffen? Werden da nicht ständig irgendwelche Leute geprügelt, rausgeworfen, weil sie sich daneben benehmen? Gibt es da nicht Alkoholexzesse? Ja. In den letzten Jahren ist es aber so, dass Trash-TV, also dieses ganze Love Island, Are You the One, Temptation Island, was es da bei RTL so gibt und RTL Plus dann auch dazu, dass es trendy geworden ist. Ne? Die Reactor, die das auch kommentieren, die gehen ja absolut durch die Decke und ist ja auch okay. Ne? Ihr wisst, ich gucke das auch. Ich gucke das auch. Ich kann euch auch noch erklären, warum ich das gucke. Jetzt danach bin ich aber eher so wieder ein bisschen verunsichert und weiß nicht, ob ich das unterstützen sollte. Immerhin habe ich kein RTL Plus Abo. Doch Vollbildrecherchen enthüllen nun auch die Schattenseiten der Branche. So zeigt eine Undercover-Recherche mit Lockvögeln, die an einem Casting für ein bekanntes Reality-Format teilgenommen haben, dass Caster bewusst auch nach Kandidatinnen und Kandidaten suchen, die für Krawall sorgen. Na, Insider auf Produktionsseite und Teilnehmende schildern exzessiven Alkoholkonsum und Schlafentzug bei Reality-TV-Shows, Gewalt und Sex am Set, Manipulation und verzerrte Darstellung. Nach Vollbildrecherchen soll es während der Dreharbeiten eines bekannten RTL-Dating-Formats sogar zu einem sexuellen Übergriff bekommen. Teilnehmerin Nina, der Name wurde geändert, erzählt Vollbild von einem Vorfall während einer Party am Set. Sie schildert, sie sei mit einem Teilnehmer, dem späteren mutmaßlichen Täter, in eine Badezimmer gegangen. Ich habe gedacht, wir wollen quatschen. Dann hat er mich umgedreht, mir mein Höschen runtergezogen und wollte Sex mit mir haben. Ich habe mehrfach Nein gesagt, doch er hat es immer wieder versucht. Dann sei ein Mitarbeiter von der Produktion herbeigeeilt und habe die Situation aufgelöst. Sie hätten auf der Tonspur gehört, dass Nein Stopp gesagt habe, weil wir und das Bad verkabelt waren. Konfrontiert mit den Vorwürfen lässt die zuständige Produktionsfirma natürlich über einen Anwalt mitteilen, die Vorwürfe der von Ihnen zitierten Teilnehmerin gegenüber einem anderen Teilnehmer der Dreharbeiten konnten von unserer Mandantschaft weder bestätigt noch bestritten werden. Die Teilnehmerin berichtete, dass der männliche Teilnehmer einmal versucht habe, ihr Höschen auszuziehen, dem habe sich der Teilnehmerin erfolgreich widersetzt, der Teilnehmer bestritt den Vorwurf. Da sich die Situation im Off-Cam-Bereich ereignet habe und es sich um eine Aussage-gegen-Aussage-Situation handelt, sei eine abschließende Aufklärung des Sachverhalts nicht möglich. Und der Teilnehmer wurde dann aber trotzdem aus dem Set musste trotzdem das Set verlassen. Es ist ja nicht das erste Mal, sage ich euch, dass sexuelle Gewalt ein Thema ist im Trash-TV. Wenn ich das richtig weiß, das muss ich euch alles einblenden, ist bei Princess Charming gab es auch Vorwürfe gegen eine andere. Also das ist ja eine Dating-Show, ein bisschen wie der Bachelor, nur gleichgeschlechtlich.
Das Problem an dieser Show ist ja dann, dass man halt, keine Ahnung, das sind dann 12 Frauen, die lesbisch sind und eine lesbische Bachelorin sozusagen, die die aussuchen darf, aber dann starten die ja auch was untereinander. Ich vermute, das ist so gewollt von der Produktion, ne, damit so ein bisschen Spannung reinkommt. Und da kam es zwischen zwei Teilnehmerinnen angeblich zu einem Zwischenfall. Und das war ja auch so richtig gestört. Ich habe darüber damals nichts gesagt, weil mich das so schockiert hat, weil die Produktion wirklich die Aufnahmen veröffentlicht hat, wo es den angeblichen Übergriff zu sehen gab. Und wenn ich mich da richtig erinnere, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren, sieht man aber von dem Übergriff nichts. Ja, und deswegen hat er dann angeblich nicht stattgefunden. So, also das, ich fand es so retraumatisierend für die Frau, die sagt, das war für mich ein Übergriff, was da stattgefunden hat, dass ich mir das echt, ich konnte mir das auch gar nicht geben. Ich fand das so heftig, ne, dass die dann Videomaterial veröffentlichen und so und halb Trash-TV da mitkommentiert, was die da ihrer Meinung nach sehen. Das war übrigens bei diesem Schlag vor ein paar Wochen genauso. Da hat jeder im Internet mitdiskutiert, was er da gesehen haben will und wie es richtig ist und so. Und dann denke ich nur so, Gewalt ist nie richtig so. Und dann hat die halt zu gehen. Ich weiß gar nicht, warum man darüber diskutiert, aber okay. Na, hier geht es dann so aus, dass sie natürlich, die wissen von nix und bla. Und gleichzeitig spricht man hier auch in diesem Artikel, der ist ja unten verlinkt, eben von einem Skandalmarketing. Das heißt, die wissen ja, wenn sie eben zum Beispiel auch in einem Trailer das haben, dass einer auf die Fresse bekommt, dann bekommen sie natürlich auch mehr Reichweite dadurch. Also das ist schon auch so, kann man sagen, dass eben im Trash-TV bewusst beworben wird mit, sage ich jetzt mal, Ausrastern, Skandalen und so weiter, weil es einfach Klicks bringt. Ich habe sehr lange, oder das stimmt gar nicht, ich hatte irgendwann mal angefangen mit Love Island, das war ja super cute. Damals, als noch nicht jeder, der da in Trash-TV reingegangen ist, wusste, dass er besonders viel Sendezeit bekommt, wenn er sich daneben benimmt. Und meiner Meinung nach die Castings vielleicht auch noch nicht so extrem waren. Und auch nicht jeder wusste, dass wenn er in so eine Sendung geht, dass er dann danach halt Influencer werden kann. Da war das immer sehr, sehr süß. Und ich habe das gerne angeguckt, Love Island, weil man da so, wie kann ich euch das erzählen, sehen konnte, dass man halt, dass es einfach Menschen gibt, die man da kennenlernt. Ne? Also, das ist eine Dating-Show, da kommen immer wieder Leute rein und dann muss man Couples bilden und so weiter. Da konnte man sehr gut beobachten in einzelnen Staffeln, dass man halt, es gibt Menschen, die findet man sexuell anziehend. Also zu denen ist man vielleicht, sage ich jetzt mal, eher in der Mitte verbunden. Und es gibt Leute, die findet man vielleicht sexuell nicht so anziehend, aber mit denen ist man halt menschlich so gut verbunden. Und viele der oberflächlichen Trash-TV-Teilnehmer waren dann natürlich immer so im Clinch mit sich selber. Ich wäre eigentlich eine heiße Braut, aber die ist strunzeblöd. Ich sag's jetzt mal auf. Ich sage es jetzt mal in hart, versus hier ist eine nicht so hübsche, aber mit der bin ich super deep. Ja, und das war dann so der innere Kampf und das fand ich total spannend. Und da habe ich tatsächlich für mich auch viel mitgenommen, was ich so für mich möchte in der Zukunft. Ne? Auch mit Kommunikation, wenn so ein Kerl immer rumeiert und keine Zugeständnisse machen will, dass er dann vielleicht auch einfach nicht so richtig dabei ist und dass man es dann einfach auch lassen kann. Das habe ich so damals für mich mitgenommen und das hat mir Spaß gemacht. Und dann, ihr wisst, ich bin viel zu Hause und dann war Covid und dann habe ich natürlich auch alles andere da angeguckt, nie über RTL Plus, also ich hatte da nie ein Abo, das hätte ich mir eh nicht leisten können, sondern tatsächlich dann auch über die ganzen Trash-TV-Reactor, die ja im Endeffekt Bildmaterial davon rausschneiden und das kommentieren. Ich muss aber sagen, dass mir in letzter Zeit eben auch aufgefallen ist, dass es immer mehr so, ja, ich sage jetzt mal, sexuelle Gewalt auch gibt, die irgendwie unkommentiert bleibt, was ich sehr fragwürdig finde, dass in letzter Zeit aber auch viel so, also auch Gewalt, also wirklich körperliche Gewalt da überhand nimmt, dass da Leute draufschlagen und sich rausreden und so und aber mit ganz komischen, ne, also nochmal, ich tue euch das einblenden mit Kim Virginia, wie sie heißt, die dann gemeint hat, das war ja nur eine Prinzessinnen-Ohrfeige und so, es ist einfach, also einfach total daneben, ja. Und dass solche Leute dann halt weiterhin stattfinden dürfen, das ist mir echt ein Rätsel. Aber natürlich die Aufrufe, da tue ich wahrscheinlich mithelfen, sind natürlich da und dann wird es weitergemacht. Das nimmt mir dem Ganzen gerade so ein bisschen den Spaß. Deswegen gucke ich nicht mehr so gerne zu.
Und dann stört mich eben auch so die Sexualisierung der Frau. Also da machen ja leider auch Frauen dann mit. Früher hatte man noch, ich sag jetzt mal, also das ist jetzt wirklich eine persönliche Meinung, früher waren da noch sehr natürliche Frauen dabei oder nicht ganz so extrem. Und heute hast du wirklich halt echt heftig operierte Frauen. Das soll jeder selber entscheiden, das ist mir schon klar. Aber ich finde, dadurch wird es auch immer unrealistischer, ja, weil ich kenne jetzt nicht so viele Menschen, die 20 sind und schon mega viele Beauty-Eingriffe haben. Das ist, glaube ich, eine sehr geringe Masse an Menschen. Und die versuchen da natürlich noch ihre Plattform zu stärken. So. Und ich finde, da tun sich die Frauen leider auch oft sehr, sehr stark selber sexualisieren und helfen damit, ne, indem sie wirklich sehr knapp bekleidet da rumlaufen und, sag ich jetzt mal, dem Sender einfach auch die Berechtigung geben, sie dabei zu filmen. Ne. Auch das ist so, ich habe halt oft das Gefühl, wisst ihr, da sind sehr junge Teilnehmer, die wissen ja auch gar nicht, wie sich so ihr Leben noch weiterentwickelt und du kriegst halt diese Sachen nicht mehr aus dem Netz raus. Und da finde ich, ist es oft auch sehr, sehr unreflektiert. Und glänzt irgendwie so die Vorstellung davon, dass man schnell Fame wird und dass man dann, keine Ahnung, Influencer ist, schaltet da bei manchen, glaube ich, einfach das Gehirn aus. Und es stört mich aber total, ne? Und neulich habe ich auch wieder was geguckt, das ist so eine Show, wo ein Pärchen reingeht und die kommen dann in zwei verschiedene Villen. Mit ganz vielen sexy Menschen, ja, mit Verführern, die sozusagen den dann testen sollen, ob der treu bleibt. Ihr hört schon raus, das ist natürlich, die Männer schlagen da viel, viel schlimmer über die Stränge wie die Frauen, aber jedes Mal in jeder Staffel. Und letzte Woche habe ich das geguckt und da hat dann einer gesagt, so jetzt zeig mal, was du hast zu dieser Frau, die da als Verführerin sozusagen engagiert ist. Und der hat echt mit der gesprochen, wie mit so einer Puppe und mir war es danach echt ein bisschen schlecht. Ja, weil dieser Mensch da reingegangen ist und gedacht hat, so, ja, ich bin hier, die wird bezahlt, die soll mir jetzt meinen Lapdance geben, so. Und das ist halt, wo ich mir so dachte, weiß ich nicht. Und ich habe euch letzte Woche gesagt, dass die Kriminalstatistik immer steigt. Und ich glaube, dass tatsächlich diese vielen verbalen, aber auch körperlichen Entgleisungen, die im Trash-TV mittlerweile so verherrlicht und dann einfach auch ausgestrahlt werden, dass die da schon auch mit dran schuld sind. Denn jetzt, also Vorbildfunktion haben die nicht. Und da sind halt schon auch viele Jugendliche, die sowas gucken. Es nimmt dem allen so ein bisschen, gibt dem so einen Faden. Unterton, Beigeschmack, sagt man, glaube ich, in Wirklichkeit, richtigerweise. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr euch selber schon erwischt habt beim Trash-TV oder ob das euch komplett unbekannt ist und euch auch gar nicht interessiert. Das würde tatsächlich mich interessieren. Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema, das hier leider nicht ganz so oft stattfindet. Das ist die Armut. Ihr wisst, ich war sehr lange sehr, sehr arm. Das hat mich sehr geprägt. Ja, dass ich auch mit jungen Jahren so arm war. Mit Tafel und so weiter. Und ich bin immer wieder schockiert, wenn ich zurzeit Zeitungsartikel lese, eben wo es um Armut geht. Ich tue euch hier mal zeigen, zum Beispiel erschienen am 29.04. diesen Jahres, dass der Anteil der Kinder in Grundsicherung auf dem Höchststand ist. Mehr als ein Drittel der Grundsicherungsbeziehenden sind Kinder und Jugendliche, obwohl deren Anteil in der Gesamtbevölkerung in Deutschland derzeit nur knapp 17% liegt. Nach Zahlen des Deutschen Kinderhilfswerks liegt der Anteil der unter 18-Jährigen in der Grundsicherung bei 33,9%. Damit setzt sich ein Negativtrend vor. Vor 5 Jahren lag dieser Wert demnach bei 33,1%. Ja, also es steigt. Deswegen wird natürlich wieder um Unterstützung für Familien, die von Armut betroffen sind, gefordert. Es wird gefordert und Nachbesserungen bei den Bürgergeldregelsätzen. Und verstärkt der Anstrengungen um den Kinderzuschlag. Und ihr wisst, ich habe es euch gesagt, letztes Mal schon, es muss gespart werden und natürlich wird immer da gespart. Ne? Es gibt jetzt wieder diese scheiß peinlichen Debatten darüber, dass man beim Bürgergeld sanktionieren muss und so. Und ich muss euch sagen, wenn die Politiker das immer fordern, da frage ich mich halt, also wie viel Bürgergeldbezieher weigern sich denn? Also können wir das mal in kompletten Zahlen bekommen und nicht immer so, ne, man hat, weil wenn man Politikern zuhört, dann hat man das Gefühl, so wir haben irgendwie, keine Ahnung, 5 Millionen Bürgergeld, Leute, die Bürgergeld beziehen und keine Ahnung,
da geht keiner will davon arbeiten oder so. Also das ist immer so eine Drohgebärde, die ich auch super gruselig und unangenehm finde. Das Bundeskabinett beschloss im September 2023 einen Gesetzesentwurf zur Kindergrundsicherung. Das soll eine große Sozialreform werden, die einen Kinderzuschlag für einkommensarme Eltern bündelt und auch Sozialleistungen. Die Einführung ist aktuell für 2025 geplant, aber natürlich will die FDP das nicht umsetzen, kritisiert es ständig und deswegen ist unklar, ob dieses Vorhaben überhaupt kommt. Das heißt, es ist irgendwie für die FDP und auch für viele, die die wählen, irgendwie vollkommen legitim, dass Kinder so an der Armutsgrenze rumschrubbeln. Ja? Und wie als wäre das dann nicht schon krass genug gewesen. Ich schaue mal hier durch. 5 Tage vorher kam, Frauen haben weniger Geld im Alter. Die Alterseinkünfte von Männern und Frauen sind weiterhin unterschiedlich hoch. Mehr als ein Viertel ist dieser Gender Pension Gap, also dieser Unterschied zwischen der Pension, die Männer bekommen und Frauen. Deswegen sind Frauen auch im Alter stärker von Armut betroffen. Laut Berechnungen des Statistischen Bundesamts bezogen Frauen ab 65 Jahren im vergangenen Jahr durchschnittlich Alterseinkünfte von rund 18.700 Euro brutto im Jahr und bei Männern liegt der bei 25.600 Euro. Also, ne, das liegt natürlich, wir wissen es alle, an der Teilzeit und dass die an den Betreuungszeiten, ne, die Kinder werden großgezogen, danach die Großeltern, die krank sind. Und das zeigt sich dann eben in der Rente. 20% der Frauen ab 65 gelten als armutsgefährdet und bei Männern sind es 15,9. Im gleichen Monat erschien, nämlich am 13.04.2024, immer mehr Senioren in Deutschland sind auf die Tafel angewiesen. Nach Angaben des Dachverbandes waren sie inzwischen ein Viertel der Kunden aus. Angesichts hoher Mieten und Energiepreise dürfte es in den nächsten Jahren noch mehr werden. Jeder Fünfte von Armut bedroht. 10.04. erschienen. Ja, alles im April, alles im April. Die Zahl der Menschen, die in Deutschland von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, bleibt hoch. Wie das Statistische Bundesamt anhand von ersten Ergebnissen einer Erhebung zum Einkommen und Lebensbedingungen mitteilt, waren 2023 rund 17,7 Millionen Menschen davon betroffen. Das sind 21,2% der Bevölkerung. Armutsgefährdet waren im vergangenen Jahr mit knapp 12 Millionen Menschen, rund 14% der Bevölkerung. Und als armutgefährdet gilt man eben, wenn du weniger als 60% des mittleren Einkommens hast, ist bei einer allein lebenden Person in Deutschland wären das 1.310 Euro netto im Monat. Entschuldigung, dass ich so rumstaxe. Also ich kann euch sagen, ich bin armutgefährdet. Ja. Ich muss euch sagen, immer wenn ich hier auf dem Kanal über Armut spreche, das ist auch nicht so ein beliebtes Thema. Vielleicht bringe ich das deswegen auch nicht so oft. Aber ich muss auch sagen, es ist halt auch so ein niederdrückendes Thema. Gerade ist es so, dass ich immer wieder Politiker höre bei Maybrit Illner oder in der Zeitung. Ich muss schauen, was ich hier finde. Die so sagen, ja, die Bevölkerung hat sich so dran gewöhnt, dass der Staat immer einspringt und immer Geld springen lässt und so. Und dann denke ich mir so, nein, die checken einfach nicht, in meinen Augen, jetzt hört ihr wieder politischer, dass dieses Gießkannenprinzip, das sie schon während Covid hatten, also das heißt, dass jeder Haushalt und alle Bürger Geld bekommen, auch die, die es gar nicht bräuchten, dass es einfach, dass es natürlich leichter ist, das so zu machen, klar, ne, weil sonst wäre das wieder ein riesiger Verwaltungsaufwand, aber dass das, dass Leute, die Geld haben, brauchen in meinen Augen kein Geld mehr. Und wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo ich der Meinung bin, Menschen, die viel Geld haben, und auch hier, das muss ich euch einblenden, das weiß ich jetzt gerade nicht, ne, die Zahl der Millionäre und Milliardäre, die steigt gleichzeitig, ne? Also es gibt ganz viel arme Menschen und ganz viel reiche Menschen. Und ich finde einfach, ich bin der Meinung, die gehören halt einfach zur Kasse gebeten. Denn anders, wie das oft suggeriert wird, ist es halt geerbt oder weitergegeben, ne? Geschenkt. Und ich finde, Eigentum verpflichtet halt. Da bin ich durch und durch irgendwie vielleicht auch Kommunistin, das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Oh Gott. Erstmal die Abozahl nach unten, die hat gesagt, hier ist links, oh Gott. Nee, aber also versteht ihr, ich finde halt dieses Gießkannenprinzip, nämlich, dass alle mehr Kindergeld bekommen, dass alle das und das bekommen, dass alle eine Energiepauschale bekommen, das ist für mich halt der falsche Ansatz, sondern die, die nichts haben, die bekommen was und die, die viel haben, die bekommen halt nichts.
Ja, aber das, also das macht denen ja auch nichts, meine Meinung. Ja, denen macht schon was, weil ich glaube, ein Mensch, der Geld hat, der will immer mehr Geld haben, ist schon in Ordnung. Aber so ist einfach so eine Riesenschere da und in meinen Augen deswegen auch so ein politischer Frust, ne, dass die Leute keinen Bock mehr haben. Und immer wieder so, ich höre, egal wo ich mich umhöre, immer, die Politik macht nichts, die Politik macht nichts, ja. Und das liegt daran, dass ich natürlich, weil ich armutsgefährdet bin, auch viele Menschen in meinem Umfeld habe, die halt auch von Armut gefährdet sind und die halt in der Luft hängen, ja. Und da steigt dann einfach der Frust, ne. Und für Frauen ist es halt total frustrierend, Hand aufs Herz, ne, wenn du jetzt ein Kind bekommst, haben wir hier im in der Nachbarschaft auch, dann ist es halt meistens so, dass die Frau dann Teilzeit übernimmt. Ja, aber die weiß ja schon, wenn sie dann, ne, weil einfach, und die arbeitet Teilzeit nicht, weil sie sagt, ja, nö, kein Bock oder so, sondern weil die Kita-Versorgung hier so schlecht ist, dass es halt nicht anders geht. Ja, sie muss dann einfach zu Hause sein. Jemand muss sich ja logischerweise auch ums Kind kümmern. Das heißt, sie weiß aber jetzt auch schon, dass sie als Rentnerin wahrscheinlich arm ist, weil sie halt nicht in die Rente einbezahlt. Und ich finde, das ist sehr, sehr frustrierend. Ja, und ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert und habe ich zu ihr gesagt, weißt du, der Opa hatte drei Kinder und ein riesiges Haus. So. Und der war Schreiner. Und meine Oma hat Teilzeit gearbeitet. Die konnten sich das trotzdem leisten. Das geht heute gar nicht mehr. Das kannst du gar nicht. Also heute bist du froh, wenn du eine bezahlbare Wohnung findest. Ja. Und das ist, ne, ich habe einen Partner, der Vollzeit arbeitet und auch nicht schlecht verdient, aber trotzdem ist es halt schwierig, eine Wohnung zu finden. Und wenn du ein Haustier hast, dann ist ja eh gleich ums Eck. Aber halt, ne, es ist halt so, da denke ich mir so, ja, also, ne, ich habe es euch gesagt, das sind alles Zeitungsartikel, die im April erschienen sind. Und trotzdem ist es halt so, ja, da rein, da raus. Ne? Also gerade auch bei der Politik. Also die haben gar keine neuen Konzepte, weil sie einfach ihre Wählergruppen dann vielleicht auch nicht verkraulen wollen. Und so sage ich euch das so abschließend, wird es immer die Leute geben, die Armutsrand lang schrappen und es wird immer die Leute geben, die mehr haben und noch nie in einer Armutssituation waren und sich darüber aufregen müssen, dass sie die Leute unterstützen müssen. Und ja, so wird sich das, glaube ich, immer mehr ziemlich spalten, bis halt so der große Bruch kommt. Das ist meine sehr traurige Prophezeiung für die nächsten Jahre. Ja, denn wenn es kein Aufeinanderzugehen gibt oder die Einsicht, dass man in einem Sozialstaat Leute unterstützt, die wenig haben, und dass die Zahl halt vielleicht einfach gerade hoch ist, weil es auch in den letzten Jahren sehr harte Jahre waren und man jetzt halt nicht mehr so verwöhnt ist wie früher. Wenn sich das nicht wieder annähert, dann gibt es da halt irgendwann einfach so ein großer Spalt, über den man vielleicht auch nicht mehr hüpfen kann. Ja, mal so weit. Entlasse ich euch ein bisschen trübsinnig oder habe ich noch gute Nachrichten? Ja, eigentlich ist doch das Urteil eine gute Nachricht. Vielleicht hätte ich das am Ende packen müssen. Nee, sollen wir mal ehrlich kommen, wir hören gut auf und ich sage euch, dieses Urteil ist richtig und wichtig und das ist ein gutes Zeichen für alle, die eben durch einen Psychologen etc. was erlitten haben und die wissen, ich kann mich eventuell auch wehren, ich darf mich schützen und ich darf Nein sagen. Das ist doch gut. Ich finde es auch gut, dass der Typ, der wird wahrscheinlich ein Berufsverbot kriegen. Ich weiß es nicht, wie sowas läuft. Aber sind wir mal ehrlich, der sollte kein Psychologe werden. Denn wenn er schon in der Weiterbildung so reinscheißt, dann wird das immer wieder tun. So, und in dem Sinne, Leute, egal wie trübsinnig die Nachrichten sind, egal ob du viel oder wenig Geld hast, lass es dir einfach gut gehen, ja. Man kann auch mit wenig Geld, und glaub mir, ich weiß es selber, man kann mit wenig Geld Spaß haben. Das werde ich jetzt auch haben. Ich lasse es mir jetzt gut gehen, indem ich einfach in einem sehr günstigen Malheft ausmale, so, weil Wetter ist nicht so schön, oder in einem aus einem Bücherregal, Tauschregal mitgenommenen Buch lesen. Aber das ist eine Möglichkeit. Ich wünsche dir, dass du einen wunderschönen Sonntag hast. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Ich will eure Meinung in den Kommentaren wissen. Ich will dein Abo abgreifen. Sag mir, was ich tun kann, damit du diesen geilen Kanal abonnierst. Jetzt höre ich auf. Ich wünsche euch alles Gute. Eure Valerie.